Ein alter Kommissar hat viel zu berichten. Herzlich willkommen bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Heute gibt es 3 Fälle des knurrigen Alten nonstop am Stück und das Ganze werbefrei. Danke für dein Like. Los geht's. Eine beschauliche kleine Gemeinde in Oberbayern. Wo wollen Sie denn hin? Zu Herrn Smolka. Sie können jetzt nicht zu Herrn Smolka. Und was haben Sie bis jetzt feststellen? Es handelt sich keinesfalls um einen natürlichen Tod. Nach dem ersten Augenschein dürfte eine Vergiftung vorliegen. Morgen. Morgen, ist gut. Wie kommen Sie denn herein? Ja. Ja, ja. Ja, wie geht's dir denn? Ja, du? Köster. Gut schaust aus. Du auch, gut schaust aus. Ja. Ha? Du, ich hab das Gefühl gehabt, du wolltest mich gar nicht sehen. Na, schau, was los ist. Selbstmord. Ach du Mann. Warst du im Hotel drin? Nein! Stell dir vor, ich komme am Bahnhof. Oh, entschuldige, ich hab unten was vergessen. Komm, gern. Frauchen tot, was? Ist alles ganz schön traurig, nicht? Na, schau mich an. Ich hab auch immer nur mit Leichen zu tun, du. So, da bin ich wieder. Hä? Lang haben wir uns nicht gesehen. Ja, 30 Jahre. Also über den Polizeiarzt könnte mir jedes Mal schwarz ärgern. Immer lass der Kerl mich warten, immer. Du, stell dir vor, hä? Stell dir vor, ich komme am Bahn. Die soll ich allein machen, gell? Was ist mit dem Hund? Die Hertha Meyers hat vor 25 Jahren hier geheiratet, ein Landmaschinenvertreter. Der Mann war älter als sie, als vor 10 Jahren gestorben. Du, ich muss dir was sagen. Und du. Dann war sie lange in Behandlung wegen ihrer Depressionen, nicht? Und die Tilly Gärtner, die hat sich damals wirklich rührend um sie gekümmert. Wirklich rührend. Ist das die, die eben den Terrier holen wollte, aber der wollte nicht? Ja. Dann ist der auch der Mann gestorben, nicht? Dann waren beide Witwen und sie haben sich dann angefreundet. Weißt, Freundschaften, die zählen hier noch in der Provinz. Du stell dir vor, ich komme hier am Bahnhof an. Sie warten da, bis der Dr. Waldner kommt, gell? Das ist mein Freund. In Ordnung. In Ordnung. Du stell dir vor. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Ja. Obwohl, ich habe erst gar nicht verstehen können, warum du ausgerechnet zu uns herkommen willst. Nostalgie, habe ich dir doch gesagt. Was? Nostalgie, das habe ich dir doch gesagt am Telefon. Was wolltest du sagen? Ja, pass mal auf, dein Selbstmord da drüben. Das ist vielleicht gar kein Selbstmord. Wie bitte? Ja, du hast schon richtig verstanden. Du erlaube mal, jetzt verstehe ich dich aber wirklich nicht. Ich glaube nämlich nicht nur meinem Polizeiarzt nicht alles, ich glaube auch sonst fast nie was. Weil nämlich alles möglich ist. Du aber. Ja? Hast du was über ihre Tiere geschrieben im Testament? Nein. Also, ich denke, sie liebt doch die Tiere. Du, ich habe auch meine Erfahrung. Sicher. Sicher. Also, ich möchte jetzt mein Zimmer beziehen und dann möchte ich duschen. Dusch? Ja. Und dann möchte ich was essen. Na, du hast kein Zimmer mit Dusch. Ich habe gedacht, du musst sparen. Wenn ich mir jetzt eins mit Bad nehme. Ich habe den Terrier in der Küche abgesetzt. Und die Tür zugemacht. Es ist jemand die Treppe raufgegangen. Ich weiß, das ist Dr. Waldner. Aber es war doch schon ein Arzt da. Das war der Notarzt. Dr. Waldner ist der Leichenbeschauer. Macht er? Er stellt den Tod fest. Vielleicht muss er auch eine Obduktion vornehmen. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Mediziner, Frau Gärtner. Grüß Gott. Grüß Gott.
Du kannst doch nicht annehmen, dass ich so tue, als würde ich nichts sehen. Wenn du das meinst, dann kann ich ja gleich wieder nach Hause fahren. Na, okay. Also, siehst du, Herr de Meyers will Selbstmord begehen. Schreibt vorher alles ganz genau auf, wer das Grab ihres Mannes pflegen soll, wie viel Geld dafür da ist, was die Tochter bekommen soll, 80.000, 40.000 für Tilly Gärtner und dass sie das den Garten bekommen soll. Und von den Tieren schreibt sie nichts im Testament. Ich war mit der Tilly Gärtner in einer Volksschulklasse gesessen. Die Frau ist die liebste Person, die du dir vorstellen kannst, damals schon. Wie kommst du denn jetzt gerade auf Tilly Gärtner? Ja, du hast... Ja, nein, ich meine, wie kommst du jetzt gerade auf Tilly Gärtner? Ja, aber ich hab gedacht, du... Was hast du gedacht? Ja, vielleicht hat die Hertha Meyers damit gerechnet, dass ihr die Tilly die Viecher nicht als die Vögel und den Hund abnimmt. Nein. Der Hund mag sie doch nicht, der kann sie ja nicht riechen. Der war doch völlig aus dem Häuschen, als sie reinkam und ihn holen wollte. Der war doch ganz aggressiv. Ja? Muss die Verstorbene doch gewusst haben. Noch was zu trinken? Wir haben doch noch. Und weiter? Was weiter? Wir waren doch gute Freunde. Okay, das sind wir doch noch, oder? Klar. Siehst du, so jemand wie Hertha Meyers, die vergisst nicht im Testament ihre Tiere. Er hätte sie im Garten vergessen oder sonst was. Ja, ja. Ich möchte auch noch was trinken, Herr Ober. Mir auch. Aber nicht so kalt. Also gut. Ich werde bei der Hertha Meyers eine Obduktion vornehmen lassen. Bist dann zufrieden? Es geht doch nicht darum, ob ich zufrieden bin. Du musst doch zufrieden sein. Die Hertha Meyers hat ein Schlafmittel genommen. Der Martin. Naja, sieht so aus. Und die Tilly hat... Ja, die hat mich nicht wiedererkannt, als sie reinkam, den Hund holen. Ich habe sie schon wiedererkannt. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt von der Tilly angefangen habe. Die hat damals mit 30 Jahren die Kreismeisterschaft im Speerwurf gewonnen. Hat mir sehr imponiert. Mensch, hast du ein Gedächtnis. Woran ist denn eigentlich der Mann gestorben? Was für ein Mann? Der Mann von der Tilly Gärtner. Nein, Herzinfarkt, das hat er doch gesagt. Nein, du hast mir nur gesagt, dass er gestorben ist. Vor 3 Jahren. Sag mal, was wusste denn eigentlich von mir? Ich bitte dich, ich will doch nichts. Ich hab doch Urlaub. Wir hatten das festgestellt, den Herzinfarkt. Der Leichenbeschauer. Der Leichenbeschauer. Ja. Der Dr. Waldner. Verzeihung. Herr Schmidt, können Sie bitte vorkommen? Ja. Friedrich, was kann ich für dich tun? Ich bin mehr dienstlich hier. Ach so, dann komm hier rein. Dormatin. Hat Frau Meyers das bei dir gekauft? Schlafmittel. Das ist eine schlimme Sache. Seit 3 Jahren, also ungefähr 3 Jahren. Vorher hat sie ein Leichtausmittel genommen. Ja, das ist eine schlimme Sache. Ist das ein starkes Mittel? Ich frage das auch privat, weil ich... Fang damit gar nicht erst an. Oder nimm was Leichteres. Am besten gar nichts. Du... Das mit der Frau Meyers. Das ist eine schlimme Sache. Was denn hier los?
Wo haben wir denn Frau Meyers wieder abgeholt? Eine Obduktion ist angeordnet. Eine Obduktion? Was macht denn der Chef da? Keine Ahnung. Mein Gott. Na, was suchst du denn so hektisch rum? Ich hab meine Brille vergessen. So könnten wir nicht noch. Nein, wir könnten nicht noch. Bin kein Verlierer. Bist aber freundlich. Entschuldige. Hast was? Ist was? Nein, nix ist nix, aber. Mach mir da nichts vor. Mir kannst du da nichts vormachen. Nein. Ich hätte mich einfach damals versetzen lassen sollen und wegziehen. Wann damals? Damals, wenn wir jünger waren. Jetzt sind wir alle da. Provinzler. Provinzler. Ich lebe gern in der Stadt. Geh, verschwind doch, Depp. Verschwind! Arme Tilly. Was? Arme Tilly. Ja? Arm. Sie war die beste Freundin von der Hertha. Wann ist denn das Begräbnis? Du, ich muss jetzt ins Büro. Herr Köster. Ja, Frau Gärtner. Haben Sie mich doch gestern wieder erkannt? Nein, ich habe mit Herrn Smolka telefoniert. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Sie, das sind 30 Jahre her, dass wir uns nicht gesehen haben. Ne? Die Zeit vergeht schnell, nicht? Ich war damals ein großer Bewunderer von Ihnen. Oder sagen wir mal lieber so, ich habe Ihren Ehrgeiz bewundert, Ihren Sportgeist. Lassen Sie das mal weg, Herr Köster. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke, ich... Und bringen Sie mal eine Tasse, bitte, ja? Jawohl. Herr Köster, wissen Sie eigentlich, wo Sie sind? Wissen Sie, was Sie tun? Ist Ihnen bewusst, dass Sie mich unmöglich gemacht haben in dieser Stadt? Nein. Herr Köster, Sie sind nicht dumm, Sie sind gefährlich. Was habe ich Ihnen getan? Aber absolut nichts. Herr Köster, was für eine Veranlassung haben Sie überhaupt, über mich zu reden? Dankeschön. Bitte? Woher wissen Sie denn das? Der junge Kellner, der Sie gestern Abend bedient hat, im Hirschen, der wohnt im Haus meines Bruders. Sowas ist bei uns schnell rum, wie wir sagen. Möchten Sie einen Cognac? Ja. Bringen Sie einen Cognac. Ein Cognac. Frau Gärtner, ich bin hierher gekommen, weil ich weiß, mal... warum Sie hierher gekommen sind. Herr Köster, warum haben Sie gestern Abend versucht, einen Verdacht gegen mich aufzubauen? Also da hat Ihr Kellner nicht gut zugehört. Das hat er Ihnen ungenau denunziert. Schauen Sie, ich bin hierher gekommen, weil ich früher mal hier Polizist war, nicht? Früher, das ist die Erinnerung, das ist die Atmosphäre, die Stadt, das ist mein Freund Smolka. Sie gehören da auch dazu, nicht? Warum sind Sie eigentlich so nervös? Ich verstehe Sie nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Ach, Sie wissen sehr gut, wovon ich spreche. Herr Köster, wissen Sie was? Ich werde Sie anzeigen wegen übler Nachrede. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Aus verschiedenen Gründen würde ich das nicht tun. Und wissen Sie warum? Weil Sie das alles überhaupt nicht angeht. Wie wir hier leben, wer wir sind, das alles, das geht Sie überhaupt nichts an. Grünen Wollen. Halt mal! Halt! Depp! Ich hab dir eine Zeitung mitgebracht. Mann, hau ab, ich kann jetzt nicht. Ich geh ja schon. Kommst du heute Abend zum Kegeln? Ich kann jetzt nicht. Mensch. Haben Sie Herrn Gärtner denn gekannt? Nein. Sie? Ja. Woran ist er denn gestorben? Herzinfarkt. Herzinfarkt. Ich möchte nicht wissen, wie... Ich möchte nicht wissen, wie viele Herzinfarkte nicht am Herzinfarkt gestorben sind. Wenn man die mal alle ausgraben würde.
Ich habe noch zu tun. Da würde sich mancher wundern, wenn man die mal ausbuddeln würde, nicht? Hat aber ziemlich lange gedauert. Kannten Sie den Hermann Gärtner? Ah, nicht so gut. Aber Sie, die Tilly, wissen Sie, ich gebe ja da nicht viel drauf. Ich mache meine Arbeit und kümmere mich um nichts. Aber die Leute hier in der Stadt, die reden nicht gut über Frau Gärtner. Sie hat ein Haus in Spanien, das stimmt. Und jetzt sagen die Leute, sie hätte die letzte Rate nicht bezahlen können. Und ihr Bruder gibt ihr nichts. 30.000 Mark, die werden seit einem halben Jahr fällig. Naja, ich halte mich da raus. Und Gerüchte, ja, mein Gerüchte hat es damals auch gegeben, als Hermann Gärtner gestorben ist vor 3 Jahren. Aber da höre ich gar nicht hin. Können Sie auch ein bisschen schneller fahren? Schneller? Sie sind gut. Ich kenne zwar jeden Polizisten hier, aber da kennen die nichts. Schneller, bitte. Also die Frau Tilly Gärtner hat um 9.10 Uhr ihr Haus verlassen und ist rübergegangen zum Hotel Post. Ja, ja, hier, ich hab's. Woher weißt du das? Ja, weil ich vorbeigefahren bin, zufällig. Naja, wir haben euch ja gesehen. Ja, mit meiner Frau. Ein paar Minuten später ist sie zurückgegangen und hat das Haus seither nicht mehr verlassen. Und der Herr Kollege Köster? Der Herr Hauptkommissar ist erst am Marktplatz spazieren gegangen. Dort hat er sich dann mit dem Emil getroffen. Und sich mit ihm unterhalten. Ich habe allerdings nicht verstehen können, was sie reden. So ernst war die Sache nicht gemeint. Mhm. Das ist mehr Spaß zwischen Kollegen. So ist es ja. Dann hat er sich ein Taxi genommen und ist zum Friedhof gefahren. Und da hat er dann am Grab von Hermann Gärtner sehr laut geredet über Herzinfarkte und man müsste sie alle ausbuddeln, dann würde man sich wundern. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Smolka. Ein Kaffee, bitte. Sag mal, du lässt mich beobachten, warum machst du denn sowas? Ach, das ist Neugierde. Ich wollte halt wissen, was du machst. Na, vielleicht hätte ich noch was lernen können von dir. Obwohl, bei dem Buschtrommelsystem, das hat ja nicht funktioniert. Nicht? Die Tilly Gärtner ist nicht auf und davon. Na, ich hätte es ja schon sagen. Ich erzähle auch, wenn ich Fehler mache. Ja, ja, der Friedhofsgärtner, der ist gleich zum Telefon. Was ist denn bei der Obduktion von der Herdemeyers rausgekommen? Leider habe ich noch keinen Bericht. Hast du denn überhaupt eine angeordnet? Ja, ja, ja. Ja, das klingt aber ein bisschen komisch, das Ja-Ja-Ja. Wieso nicht? Ich hab doch Ja-Ja gesagt. Mein Köster, früher, wenn ich mal nicht wusste, was ich machen soll, dann hast du gesagt, keine Angst, ich bin ja bei dir. Ja, das ist gut, ne? Ich bin ja auch da, ne? Du, ich möchte noch mal mit der Tilly Gärtner sprechen. Bitte, kannst du jederzeit. Und ich möchte, dass du dabei bist. Schau mal, hast du es gewusst? Schau mal hier. Na. Lüg mich doch nicht an. Warum weichst du mir denn aus? Ja, ich weiß nicht, früher mal, aber... Ja, weich mir doch nicht aus. Ja, die Leute haben halt geratscht, dass die Maya säuft, aber ich... Du hast ihren Blutalkohol untersuchen lassen. Sag mal, was mischt ihr denn da an in meinem Fall? Das ist doch uninteressant jetzt. Außerdem ist die Frau jetzt tot. Was ist das eigentlich für eine Moral, die du da akzeptierst? Was nicht sein darf, das kann nicht sein, ja? Bist du dir dessen eigentlich bewusst? Ja, du kannst leicht reden, du lebst ja nicht hier. Du musst ja nicht leben in dem Nest. Warum bist du denn überhaupt hergekommen? Was willst du denn? Ja, das frage ich mich auch. Sind Sie Polizist? Ja, bin ich. Die Leiter habe ich in den Keller gebracht. 5 Mark hat sie mir dafür gegeben. Herr Smolka! So, und jetzt erzähl du mal, wie das war, ja? Ja,
Hier ist sie rüber, mit der Leiter. Besoffen war sie auch wieder. Und wo ist die Leiter jetzt? Ja. Die habe ich in den Keller zurückgebracht. Die 5 Mark habe ich schon abgegeben. Ja, ja, die kriegst du natürlich wieder. Geben Sie Personenfahndung raus. Telegärtner Daten sind bekannt. In Ordnung, Chef. Ich glaube, ich fahre morgen wieder heim. Short, meine Frau hätte dich zum Essen eingeladen. Hast du mit deiner Frau inzwischen über Tilly gesprochen? Ja, ich weiß, ich bin feig. Schau, die Tilly hat doch Angst, dass ich ihren Mann exhumieren lasse. Vielleicht ist sie auch vor sich selber geflohen. Die Frau ist doch krank, Smolka. Das habt ihr doch alle gewusst. Tilly ist da. Sie will mit dir reden. Kinder, komm her. Ja, bitte lass doch rein. Die Tilly Gärtner kennst du ja? Na, wo hast dich denn versteckt? Setz dich da hin. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Ich kann ja. Nein, du bleibst hier. Ich möchte unbedingt, dass du da bleibst. Ich kann ja. Ja, was Sie können, das ist mir scheißegal. Hat der dir eigentlich erzählt, dass er damals 3 Jahre ein Verhältnis mit mir gehabt hat? Ja, das hat er mir erzählt. Ah, das hat er. Du, das ist 30 Jahre her, wir sind jetzt alt. Ja, das ist doch egal. Hat er dir außerdem erzählt, dass er damals nur aufgehört hat, weil er geglaubt hat, dass es seiner Karriere schadet? Ja, das hat er mir auch erzählt. Ich hab dir nämlich ein Geständnis zu machen, wie man so sagt. Mein Mann hat's gewusst. Da hat er angefangen, mich zu verprügeln. Wollen Sie sich setzen? Nein, danke schön. Ich möchte lieber gehen. Wiederschauen. Wiedersehen. 27 Jahre habe ich es ausgehalten mit ihm. Du hast gewusst, dass er mich schlägt. Dass er trinkt. Dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Dass ich auch angefangen habe zu saufen. Dann habe ich ihn umgebracht. Vergiftet. Und Hertha? Hertha? Ja. Ja, die habe ich auch umgebracht. Ja, so kann man das sagen. Ja, ja. Ja. Du weißt doch, wie schön das am Anfang war zwischen Hertha und mir, aber dann hat sie angefangen, mich total kaputt zu machen. Sie wollte immer nur haben, 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 haben. Ich habe das verstanden, weil die krank war, aber es ging nicht. Die wollte mich genau an dem Punkt haben, wo sie selber war. Geld wollte sie mir geben. Damals, wie ich nach München ziehen wollte, wollte sie mir Geld geben. Viel Geld, sie hatte ja genug davon. Nix hat sie mir gegeben, kein Pfennig. Nur Forderung, mach das, mach das, mach das und mach noch das und das. Und magst du mich noch, Tilly? Ach, bitte sag mir doch, dass du mich noch magst, Tilly. Erinnert dich das nicht an was, Smolka? Wie hast du sie umgebracht? Dormatin. Eine ganze Handvoll. In Cognac. Sie hat überhaupt nichts gemerkt. Ich habe das Letzte nicht verstanden. Wie gefällt dir mein Geständnis? Jetzt musst du damit leben. Mit 2 Morgen. Du hast einmal gesagt, ich bin ein zärtlicher Mensch. Stell dir vor, ich bin ein zärtlicher Mensch.
Aber ich bin zu schwach. Ich kann mich nicht wehren. Und da habe ich Hertha das Saufen beigebracht. Aus Rache. Aus Rache. Das Geständnis von der kannst du wegschmeißen. Das nehme ich hier nicht ab. Das war ein hysterischer Anfall. Nervenzusammenbruch. Alkohol. Aber kein Geständnis. Ja, aber warum? Weil sie dich da haben will, wo sie ist. Weil sie es allein aus irgendeinem Grund nicht aushält. Das ist genau derselbe Mechanismus wie zwischen ihr und Hertha Meyers. Die Obduktion hat bei der Leiche einen Blutalkohol von 1,9 festgestellt und außerdem 40 Tabletten Dermatin, mindestens 40 Tabletten. Ja, und? Ja, und? Die Tilly hat ausgesagt, dass sie ihr die Tabletten gegeben hat. Und das glaubst du? Ja. Du glaubst, dass die Tilly sie ihr gegeben hat und dass die Hertha Meyers da nichts davon gemerkt hat, von dem Geschmack von 40 Tabletten? Ja. Und im Übrigen möchtest du jetzt mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben, nicht? Guck mich nicht so böse an. Ich glaube inzwischen, dass es vielleicht doch Selbstmord war von der Hertha Meyers. Das ist ein Wahnsinn. Du kommst da noch 30 Jahre daher und machst mir mein Leben kaputt und meine Existenz. Ich sag, es ist Selbstmord, dann kommst du mit deinem Hund und mit deiner Psychologie. Bitte, sei doch nicht so laut. Weißt du, was du da angerichtet hast? Ich habe überhaupt nichts angerichtet. Da musst du schon dich selber fragen, mein Lieber. Du, ich spiele hier nicht den Masochisten vor dir. Aber bitte. Es gibt nur eine Wahrheit, Smolka. Hast du das nicht gewusst? Ich möchte noch mal in die Wohnung von der Hertha Meyers. Was willst du denn dann? Das weiß ich noch nicht. Du glaubst nichts mehr. Niemandem und nichts. Nein. Das ist meine Krankheit. Wenn dich das tröstet, Smolka. Nein, es tröstet mich nicht. Ich verstehe auch alle so gut. Vor allem die, die vor mir auf dem Stuhl sitzen. Jetzt wird der Mann von der Tilly Gärtner exhumiert. Ich habe das angeordnet. Smolka? Also die Tilly Gärtner ist tot. Sie hat sich, Selbstmord, sie hat sich aufgehängt. Ich muss natürlich sofort weg. Alles, meine Lieblinge. Wissen Sie, wie meine Schwester gestorben ist, da habe ich das hier übernommen. Und ich bin sehr glücklich. Ja. Aber ich bin nicht allein. Ich muss teilen. Ja, wir sind noch mehr. Und alle Damen, die machen das ehrenamtlich. Jockelchen, ja. Da bist du ja. Na, Mausi. Der Mausi, ich denke, der heißt Jockel. Ich nenne ihn manchmal Mausi. Es passt so gut, finde ich. Ja. So, komm her, Mausi. Aber wiederbringen? Ja, natürlich, ich bringe sofort wieder. Frau Meyers, wissen Sie? Hertha hat immer sehr viel Geld gespendet. Ach, wissen Sie, Sie müssen auch nicht alles glauben, was so die Leute reden. Auch nicht über Tilly Gärtner. Na, ich glaube sowieso nicht. Wieso? Was sind Sie denn von Beruf? Ich bin von der Polizei. Polizist? Aber dann sind Sie nicht von hier. Nein. Sonst würde ich Sie nämlich kennen. Mhm. Haben Sie einen Ausweis? Ja, natürlich. Moment, bitte. Aber wiederbringen. Na klar. Wiedersehen. Wiedersehen.
Marianne wird gut für dich und Pipsi sorgen. Sie liebt Tiere. Auf Wiedersehen im Himmel. Max. Ja, Steigerfuhr, die Tilly hat mir ein paar Zeilen hinterlassen. Die hat ihren Mann tatsächlich umgebracht, aber die hört er nicht. Das habe ich mir gedacht. Der Zettel da, der war in dem roten Herzchen, das der Hund um den Hals trug. Auf Wiedersehen. Ja, und was magst du, die restlichen drei Tage? Drei Tage sind schnell vorbei, wenn man sie hinter sich hat. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Ja, ich werde mir wohl versetzen lassen. Müssen? Ja, lassen müssen, natürlich. Lassen müssen. Aber ich kann ja versuchen, dass ich bei dir unterkomme. Ja, das versuchen wir. Komisch. Jetzt habe ich dir die letzten zwei Tage mein halbes Leben erzählt und von dir weiß ich eigentlich gar nichts. Ja, da frag mich doch mal, wie es mir geht. Habe ich dich nicht gefragt? Wäre ich doch bloß woanders hingefahren, mein Lieber. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Kuscheldeckenzeit bei Hör mal zu. Viel Vergnügen beim nun folgenden Kopfkino. Meine Damen und Herren, wir brechen heute zum ersten Mal mit unserem Grundsatz, nur Einzelpersonen als Talkshow-Gäste einzuladen. Wir mussten es tun, ganz einfach deshalb, weil Sie beide nur als Paare ein Begriff sind. Rolf und Renate Assenau. Fällt es Ihnen nicht auf die Nerven, dass Sie für die Umwelt nur als Paar existieren? Immer zusammen, ein Symbol der Harmonie, bis in die Kleidung. Keiner ohne den anderen denkbar. Ist es nicht deprimierend? Eigentlich nicht. Sie beide haben nach dem Gewinn der Europameisterschaft im Paartanz geheiratet und dann die Tanzschule Rolf und Renate Assenau gegründet. Welche Rolle spielte der Erfolgszwang bei dem Entschluss, auch privat ein Paar zu werden? Keine. Wir waren privat schon ein Paar, als ich noch aufs Abitur büffelte. Und ich ihm die Spickzettel schrieb. Ich war nämlich damals Schreibkraft. Sie haben Ihre Tanzschule in einer Zeit gegründet, als große Teile der Jugend jede Art von gesellschaftlicher Konvention, also auch das Tanzen nach bestimmten Regeln, Umgangsformen und so weiter, für reaktionär hielten und deshalb ablehnten. Wie erklären Sie sich trotzdem Ihren schnellen Erfolg? Ja, es gab offensichtlich immer genug Leute, die schlechte Manieren nicht unbedingt für ein Zeichen von Progressivität hielten. Haben Sie damals schon das vorausgesehen, was man heute Nostalgie nennt? Ja, es war eigentlich vorauszusehen, dass junge Leute das, was man damals Tanzen nannte, irgendeinmal satt haben würden. Ja, sie wollten sich wieder anfassen, fühlen, berühren beim Tanzen. Und das ging nur mit einem Minimum an Takt und Gemeinsamkeit. Sie meinen mit einem Maximum an Anpassungsfähigkeit. Zurück zu der Herr führt die Dame. Was haben Sie dagegen, solange der Herr gut führt auf dem Parkett? Wir kommen jetzt zu unserer sogenannten Lügenbrücke. Sie kennen die Spielregeln unserer Show. Ich werde Ihnen eine Frage stellen zu einer hypothetischen Situation, die Sie bitte spontan beantworten. Und unsere Zuschauer im Studio werden darüber entscheiden, durch Abstimmen, ob Ihre Antwort ehrlich oder geschwindelt war. Also, zuerst zu Ihnen, Frau Assenau. Angenommen, Sie kommen dahinter, dass Ihr Mann eine Geliebte hat. Was wäre Ihre erste Reaktion? Eine Szene, stiller Kummer? Ja, Mord natürlich. Und wen würden Sie ermorden? Die Geliebte oder Ihren Mann? Sie meinen wen zuerst? Aus Spaß wird ernst. Auf einem Ausritt auf dem weitläufigen Gelände der beiden kommt es zu einem Attentatsversuch. Los, komm! Sie ist immer noch. Das sind nur Drohnen. Ich weiß nicht. Ich glaube eher, da hat ein dummer Junge nur Wild West gespielt. Nicht. Komm. Das kann nicht so weitergehen. Ich halte das alles immer noch für den Einfall eines geltungssüchtigen Psychopathen.
Die Polizei hat Erfahrung mit solchen Dingen. Ich nehme an, die können zumindest sagen, wie ernst das alles zu nehmen ist. Wenn ich sie erst mal eingeweiht habe, dann muss ich machen, was sie sagen. Und wenn es wirklich gefährlich ist, glaubst du, dass die mich beschützen können? Ich glaube auch nicht, dass sie in der Edstraße lauter Sherlock Holmes sitzen. Aber irgendjemand muss uns doch helfen. Herr Krestan, Ihr Glühwein wird kalt. Das soll er doch. Das schmeckt mir sowieso nicht. Mensch, so ein schönes Wetter. Und ich sitze hier bei Glühwein. Im Biergarten duften die Linden. Und das helle zischt. Genau da muss ich jetzt hin, obwohl ich mit meiner Freundin verabredet bin. Wo muss sie hin? In den Biergarten, dienstlich. Treff mich da mit Herrn und Frau Assenau. Was? Assenau, die habe ich doch gestern im Fernsehen gesehen. Wieso triffst du dich mit denen dienstlich? Ja, die haben was auf dem Herzen, wollen aber nicht ins Präsidium kommen. Das klingt alles ein bisschen hysterisch. Sie fühlen sich bedroht, beobachtet. Der Vorschlag Biergarten stammt von Ihnen. Erzähl mal. Angeblich bekommt er seit 14 Tagen Morddrohungen telefonisch. Und heute Morgen wurde er auf ihn geschossen, allerdings daneben. Was? Wo waren Sie denn hin? Ach, das ist doch ein Verbrechen, am solchen Tag zu Hause zu sorgen. Weißt du was? Geh zu deiner Freundin. Ich mach das für dich im Biergarten mit den Assen aus. Köster hält noch an einer Apotheke an und holt sich Ipalat-Lutschpastillen. Darf ich? Der Platz ist belegt. Wir erwarten noch jemand. Ja, mich, Köster, Kriminalpolizei. Der junge Kollege, mit dem Sie telefoniert haben, der ist überlastet. Ein Bier bringen Sie. Sind Sie krank? Ach, ein bisschen erkältet. Das ist zu blöd, mitten im Sommer. Es waren also zwei Schüsse erst noch. Naja, natürlich zwei. Und Sie haben zu meinem Kollegen gesagt, Sie glauben, dass der Schütze absichtlich vorbeigeschossen hat. Warum glauben Sie das? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand auf diese Distanz nicht trifft, wenn er will. Auf welche Distanz? Also 30 Meter ungefähr. 30 Meter? Das haben Sie gehört? Ja, klar. Zu sehen war es natürlich nicht. Aber keinen Fall zu überhören. Ja. Jetzt zu diesen Anrufen. Es waren also insgesamt 6, haben Sie gesagt. Mal am Tag, mal mitten in der Nacht. Und immer, wenn Sie da waren. Hat er auch mal angerufen, als nur Ihre Frau da war? Nein, es gilt mir. Er ruft nur an, wenn ich da bin. Das heißt also, dass er Sie systematisch beobachtet? Ja, klar. Deshalb habe ich auch vorgeschlagen, dass wir uns hier... uns konspirativ treffen. Das ist eine gute Idee, ja? Zum Wohl, bitte. Danke. Sie vermuten also eher einen Gangster als einen Verrückten? Nach Gangster würde ich nicht unbedingt sagen. Profis stellen konkrete Forderungen. Er sagt, Stereotyp, machen Sie einen Laden dicht, verlassen Sie die Stadt, sonst leben Sie nicht mehr lange. Haben Sie berufliche Konkurrenten? Neider? Das ist absurd. Private Konkurrenz? Ja, Sie sind doch so ein Symbol für Harmonie, Glück, Erfolg. Vielleicht gibt es jemanden, den das provoziert, jemanden, der Sie hasst, weil Sie glücklich sind und er nicht. Also was passiert jetzt? Polizeischutz? Telefonüberwachung? Ja, wir werden also zunächst mal eine Fangschaltung machen und die eingehenden Gespräche mithören. Aber total beschützen kann die Polizei niemand. Unsere Mittel für Personenschutz in solchem Fall sind begrenzt. Aber da es vorläufig wenig Anhaltspunkte gibt, können wir natürlich auch nur wenig unternehmen. Na? Jetzt mal von da. Haben Sie was festgestellt? Ach, nix. Schüsse hören sich von da und da genau gleich an. Bist du sicher, dass er dies Gebüsch gemeint hat? Gegenüber von dem Brunnen, hat er gesagt. Ach, zu unterscheiden ist da nichts. Nur John Wayne wirst du unter diesen akustischen Verhältnissen, aus welcher Richtung und Entfernung ein Schuss fällt. Und der weiß es auch nur, weil er das Drehbuch kennt. Das meinen Sie doch. Das ist komisch. Alles, was er erzählt, ist völlig abstrakt. Nur von wo aus geschossen wurde, das weiß er ganz präzis. Sehr präzis. Für einen Tanzlehrer? Das stört mich. Er bekommt anonyme Morddrohungen, es wird auf ihn geschossen, aber er hat keine Angst. Woher wissen Sie das? Siehst du, du sagst es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der anonym bedroht wird, auf den geschossen wird, keine Angstfantasien entwickelt. Sogar Zwangsvorstellungen, wer ihn hassen könnte. Entweder er hat ein sehr gutes Gewissen oder er lügt. Ja. Herr Brenner, was gibt's Neues? So. Ja, wir fahren mal rüber. Haben Sie sonst was bemerkt im Laufe der Nacht? Dann schlafen Sie jetzt mal aus, ja? Ende. Fahren wir zu dem Reitstall rüber.
Die Assenhaus sind dahin unterwegs. Ihre Pferdeliebe überwiegt anscheinend die Angst vor Attentätern. Guten Tag, ne Frau. Guten Tag. Entschuldigung. Es wird aber schwer sein, Ihren Mann zu bewachen. Wir haben ja wenig Kriminalbeamte, die reiten können. Ihre Ironie ist ganz unangebracht, Herr Köster. Seit dem Gespräch mit Ihnen nimmt mein Mann die Sache nicht mehr ernst. Will ausreiten, als ob das gestern gar nicht passiert wäre. Entschuldigen Sie. Ich hoffe, Sie reiten wenigstens nicht zu zweit, sondern im Pulk. Ja, darum habe ich gebeten. Ist das eigentlich einer von Ihren Leuten, der da in diesem wahnsinnig unauffälligen VW bei uns am Hause schräg gegenüber hockt? Ja. Das merkt der Anrufer doch. Naja, es kann sein, aber vielleicht kriegt er dann einen gehörigen Schrecken und hört mit den Anrufen auf. Das ist ein bisschen simpel, was? Ich weiß nicht. Ich habe mich heute um Ihr Haus herum umgesehen. Das ist doch unmöglich, das auf längere Zeit zu observieren, ohne dass sie es merkt. Ich frage mich, wie hat denn der Anrufer das geschafft? Ich hoffe, Sie werden es herausfinden. Sie entschuldigen mich. So. Hier ist die Namensliste für die Einladungen zum Sommerfest. Hast du was dagegen, wenn ich ein paar Schönheitskorrekturen mache? Habe ich etwas dagegen gehabt? Wer eingeladen wird und wer nicht? Bestimme ich. Willst du das sagen? Ich habe das nie so gesehen. Ich wollte dir nur diesen Kram abnehmen. Ja, ich bin dir auch dankbar. Tja, ich gehe noch auf einen Sprung ins Billardcafé. Fahr du schon nach Hause, wenn du fertig bist. Tschüss. Rolf! Ja? Pass auf dich auf. Passen Sie auf, es läuft planmäßig. Wir tippen auf einen Spinner, der mit dem Quatsch aufhört, sobald er merkt, dass die Polizei im Spiel ist. Sie rufen noch einmal an. Heute Nacht. Ganz kurz. 12:30. Dann ist Funkstille. Mindestens für 4 Wochen. Dann schläft das ein. Wir können unmöglich auf längere Zeit einen Mann bewachen, wenn es keine Hinweise gibt. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Und dann, wie besprochen. Wie? Da gibt's nichts mehr zu überlegen. Dieser Mann ist ein eiskalter Hund. Währenddessen setzt sich die Frau in ihren Mercedes und will in die Stadt zum Shoppen fahren. Plötzlich hört sie hinter sich im Wagen ein Geräusch. Lassen Sie die Hand am Steuer. Das ist eine Pistole, Fraß, ne? Fahren Sie ganz ruhig weiter und drehen Sie sich nicht um. Gut so. Ich habe gewusst, dass Sie eine kluge Frau sind. Woher kennen Sie mich? Was wollen Sie? Halten Sie da vorne in den Waldweg. Ich habe keine Lust, ihm dauernd die Pistole an die Stirn zu drücken. Wenn Sie vernünftig sind und sich nicht umdrehen, nehme ich Sie runter. Also, ich bin Ihr Mörder. Ich werde Sie erschießen in 4 Wochen, wenn es nach Ihrem Mann geht. Sie sind verrückt. Aber ich muss mir diesen Irrsinn ja wohl anhören. Sie müssen nicht. Ich habe mir nur gedacht, Sie leben vielleicht ganz gerne ein bisschen länger. Wir werden darüber sprechen können, aber es muss nicht sein. Also, Sie behaupten... Ich behaupte gar nichts. Ich bin der Mann, der die Anrufe macht. Ich habe auch die beiden Schüsse abgegeben. Gestern Morgen, im Wörnbrunner Forst. Ich werde dafür bezahlt. Von Ihrem Mann. Eine tolle Geschichte. Und warum? Keine Ahnung. Ich weiß nur, wie es laufen soll. Morddrohungen, Schüsse. Es sieht so aus, als ob Ihr Mann bedroht würde. Die Polizei findet natürlich nicht den geringsten Hinweis. Ich soll noch einmal anrufen. Heute Nacht. 12:30. Dann ist Schluss. 4 Wochen lang. Die Polizei denkt, der ganze Zauber ist vorbei. Aber plötzlich schießt der Spinner wieder auf ihren Mann. Trifft aber sie. Aus. Ende. Ihr Mann spielt den Gebrochenen. Die Polizei schaut dumm aus der Wäsche, fahndet nach einem Irren, den es gar nicht gibt. Dem schlauen Herr Köster wird es auch nicht im Traum einfallen, auch nur theoretisch bei Ihrem Mann nach einem Motiv zu suchen. Ganz schön clever ausgedacht. Hm? Was soll das? Warum wollen Sie mir das einreden? Sie rufen noch einmal an. Heute Nacht. Ganz kurz. 12:30. Dann ist Funkstille. Haben Sie die Stimme erkannt? Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Und dann, wie besprochen. Wie? Sie machen wirklich ernst? Sie wollen endgültig? Überlegen Sie sich das nochmal. Da gibt's nichts mehr zu überlegen. Und warum weinen Sie mich ein? Ich habe eine ziemlich karierte Vergangenheit, aber ich bin kein Killer. Ich habe Ihrem Mann eine Anzahlung abgeknöpft, weil ich gerade ziemlich im Druck war. 10.000 vorher,
10.000 nachher. Aber dann habe ich sie mir angeschaut. 8 Wochen lang habe ich sie beobachtet, einfach so. Was soll ich sagen? Ich bringe sie ungern um. Ich fände es schade um sie. Aber ich brauche die 20.000 Mark. Ihr Mann hat mir 10 gezahlt, damit ich sie umbringe. Wenn Sie mir 10 zahlen, damit ich es nicht tue, habe ich mein Geld und Sie leben. Und dass ich meinen Mann zur Rede stelle oder zur Polizei gehe, auf die Idee kommen Sie wohl nicht. Das werden Sie auch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Ihr Mann wird Sie für verrückt erklären. Die Polizei wird Sie belächeln. Frau Assenauer hört plötzlich im Auto eine Stimme, die eine tolle Geschichte erzählt. Aber mehr als die Stimme kann sie nicht beschreiben. Typische Zwangsvorstellung. Irgendein Polizeireporter wird Wind davon bekommen. Todsicher. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Überlegen Sie. Für die Frau ist das Ganze ein riesengroßer Schock. Überlegen Sie sehr gut, was Sie tun. Wir sehen uns wieder. Sie fährt nach Hause und lässt sich nichts anmerken. Der treusorgende Gatte erkundigt sich, wie es ihr geht. Gehst du noch mit ins Bett? Nein. Was ist denn los? Ich weiß ganz genau, dass ich doch nicht schlafen kann. Ach, Schatz. Die Sache ist doch bald ausgestanden. Ich habe heute Abend noch mal mit Köster telefoniert. Der ist fast sicher, dass die Sache zwar lästig, aber harmlos ist. Was weiß denn der? Ein älterer Herr, kurz vor seiner Pensionierung, mit Grippe. Ich glaube, der hat recht mit seiner Theorie. Es gibt irgendeinen Neidhammel, der uns quälen will. Ja, weil er etwas gegen glückliche Menschen hat. Sind wir denn glücklich? Ja, mehr oder weniger. Na, ich meine, gemessen an der Zeit, die wir schon zusammen sind. Mein Gott, das müssen doch schon... Ja, es müssen doch schon so 20 Jahre sein, wie? Es sind 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. Seit du Morddrohungen bekommst, denke ich manchmal darüber nach, wie das wäre ohne dich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, dass ich plötzlich weg wäre? Irgendwie einfach weg. Autounfall oder so. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich wäre ja nichts ohne dich. Ja. War ja immer so. Vielleicht bin ich zu abhängig von dir. Aber ist ja wohl zu spät, das zu ändern. So spät noch. Assenauer? Hören Sie zu. Wenn Sie irgendetwas wollen, meine Geld oder so, so sagen Sie es doch. Hören Sie. Hallo. Hallo. Ich war drauf und dran wegzufahren. Irgendwie weit weg. Aber das wäre falsch. Wir stehen das durch, gemeinsam. Einige Tage später im Café des Bayerischen Hofs. Das verstehe ich nicht an seinem Plan. Ich meine, euer Geschäft lebt von euch beiden. Er ruiniert es doch, wenn er dich beseitigt. Er hat gut vorgesorgt. Er wollte in eine ganz andere Branche einsteigen mit meinem Geld. Pornoshop-Kette. Schmuddelig, aber einträglich. Er wäre reich geworden. Jetzt werde eben ich reich. Tolles Gefühl. Derjenige, auf den ich nicht schieße, der wird reich. Meine Damen und Herren, die Uhr zeigt 3:01. Nach den Kurznachrichten bringen wir wieder Musik. Zufrieden? Sehr. Es war das schönste Sommerfest bisher. Das ist ja gut. Höchste Zeit, dass wir nach Hause kommen. Es wird bald hell. Rolf? Ja. Ich will dir nur sagen... Na? Die ersten Jahre, als wir noch gar nichts waren, du mit 1000 gescheiterten Plänen und ich eine Tippse, die waren schön. Die werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Was ist denn? Hast du die Schlüssel? Nein.
Verstehe ich nicht. Zu dumm. Es ist wirklich zu dumm, Rolf. Aber es war deine Idee. Der von ihm angeheuerte Killer tritt aus dem Schatten mit einer Waffe im Anschlag. Sind Sie verrückt? Bernhard, Sie haben umdisponiert. Nun ruft die frisch gebackene Witwe Köster an. Hilfe! Hilfe! Polizeipräsidium München-Mitte. Alles das, was Sie erzählt haben, die Schüsse, die niemand gehört hat, trotz der vielen Fenster im Hof, also vermutlich schallgedämpfte Pistole, das lässt alles auf einen professionellen Täter schließen. An Ihren Spinner glauben Sie also jetzt nicht mehr? Ich habe im Grunde nicht einmal an einen Spinner geglaubt. Ich hatte das Gefühl, die ganze Geschichte ist Theater. Theater? Ja. Ich hatte den Eindruck, dass Ihr Mann die Bedrohung erfindet. Das ist doch Unsinn. Warum sollte er? Vernebelung, verstehen Sie? Ich habe mal einen Mann überführt, der hat sich selbst erpresst, um seiner Frau das Abhandenkommen größerer Geldsummen zu erklären. Aber das ändert nichts daran, dass ich mir jetzt ziemlich schlecht vorkomme. Ich habe ihm nicht geglaubt. Jetzt ist er tot. Wir müssen vor allen Dingen prüfen, ob es jemand gibt, dem sein Tod materielle Vorteile bringt. Oder jemand, der sich von ihm bedroht fühlt. Rolf hatte Kontakte zu gewissen Unternehmungen im Kölner und Düsseldorfer Lachtleben. Wird das von mir geheim gehalten? Wenn man es weniger vornehm ausdrückt, würde man sagen, er hat Bücher gefälscht. Wollen wir das nicht morgen besprechen? Ich hole Ihnen Zigaretten. Brief, hast du überhaupt keine Papiere? Aber der Getränkekellner sagt aus, dass Assenoing zum Schluss, so 20 vor 3, aus der Brieftasche einen 50-Markschein als Trinkgeld gegeben hat. Besorg doch mal ein paar Zigaretten für Assenoing. Filter. Der Junge bleibt dabei. Er war auf der Toilette unmittelbar, bevor Frau Assenoing Ruf geschrien hat. Aber die Schüsse hat er nicht gehört. Nein. Heinz, komm doch bitte mal her. Pass auf, Heinz, noch mal ganz genau. Also du bist aufgewacht, weil du aufs Klo musstest. Nicht durch irgendein Geräusch im Hof? Nein, ich war vielleicht eine Minute wach, bevor ich rausgegangen bin. Sag mal, Heinz, dein Zimmer geht auf den Hof. Und das Klo auch. Ja, aber er hat erst im Klo Licht gemacht. Mach ich immer so, ich gehe doch immer im Blindflug pinkeln. Dankeschön, Heinz, das war vielleicht ganz wichtig. Die Schüsse müssen also gefallen sein, als er noch fest schlief. Sie hat also nicht geschrien, als die Schüsse fielen. Sie hat über eine Minute gewartet und erst dann geschrien. Warum? Schock? Das ist nicht die Frau, die einen Schock bekommt. Sie hat in der Talkshow gesagt, sie wird ihn umbringen, wenn... Das war natürlich Spaß, aber ich möchte das nochmal sehen. Rufen Sie doch mal das Fernsehen an, die haben das auch nicht aufgezeichnet. Die Zigaretten kommen gleich. Ach, das wimmelt da unten von Nachbarn, die alle bedeutsame Beobachtungen gemacht haben wollen. Wie war das noch? Sie haben geschrien und dann ging das Licht im Fenster im Hof an, ja? Ich glaube, ja. Der Täter rannte dann auf die Straße. Wie nah kam er an Ihrem Mann vorbei? So, die Zigaretten. Ich habe es Ihnen doch gezeigt, da unten. Er hat einen Bogen um ihn herum gemacht. Es ist alles sehr schnell gegangen. So schnell als unmöglich noch die Brieftasche Ihres Mannes hätte mitnehmen können, sonst hätten Sie es ja gemerkt, nicht? Ich weiß nicht. Kann ich jetzt gehen? Aber selbstverständlich. Das mit der Brieftasche darf Sie nicht quälen. Vielleicht hat sie im Büro liegen lassen oder Sie finden sie zu Hause. Kann sein. Fahren Sie mal was noch hin nach Hause, ja? Ich werde Ihnen eine Frage stellen zu einer hypothetischen Situation, die Sie bitte spontan beantworten. Und unsere Zuschauer im Studio werden darüber entscheiden, ob Ihre Antwort... Wir schauen uns hier dieses Zeug an und die Ergebnisse der Spurensicherung, die Laborresultate. Zuerst zu Ihnen. Das alles interessiert Sie wohl gar nicht. Natürlich interessiert mich Kaliberbestimmung, Einschusskanal und so weiter, aber das ist doch was anderes. Seh doch da was, das hat doch was mit Menschen zu tun. Seh da was von... Blicken von verborgenen Gefühlen. Angenommen, Sie kommen dahinter, dass Ihr Mann eine Geliebte hat. Was wäre Ihre erste Reaktion? Eine Szene, stiller Kummer? Ja, Mord natürlich. Da, dieser Mann neben dem blonden Mädchen, der nie lacht. Und wen würde Geh nochmal zum Matt, wie heißt es? Matt? Magnetaufzeichnung. Magnetaufzeichnung. Ich möchte von allen Einstellungen, wo der drin ist, Fotos haben. Und dann die zuständige Abteilung. Die müssen noch eine Liste von den Zuschauern haben. Da kann doch nicht einfach jeder reinlaufen. Wollen Sie noch etwas sehen? Nein, danke schön, das bin ich. Na also, da ist er ja. Bernhard Michael, 4.7.48, mehrfacher Scheckbetrug, Hochstapelei, Wettschwindel,
Eine verkrachte Existenz fällt immer wieder auf die Schnauze. Ja, das Übliche. Darf ich das mal alles mitnehmen? Die anderen auch. Bring es ihn gleich wieder zurück, ja? Der Mann im Publikum heißt Bannert, Michael Bannert. Ja, das weiß ich inzwischen auch. Aber wie kommt der auf die Einladungsliste vom Sender? Durch Rolf Asselau. Ach, guck mal einer an. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wenn ich jemand ungern warten lasse, dann sind Sie es. Bitte nehmen Sie doch hier Platz, ja? Einen Moment bitte. Haben Sie schon etwas Greifbares? Ja, wir gehen diesen Geschäften Ihres Mannes im Rheinland nach, aber ich verspreche mir nicht viel davon. Da ist nirgendwo ein Motiv für Mord. Miese Geschäfte. Oh, miese Geschäfte. Aber nichts Ungesetzliches. Ihr Mann hat nur Sie hintergangen, sonst niemand. Hier, da ist sie. Ach, war sie noch zu Hause? Nein, ich habe sie an mich genommen. Ich hatte Angst, dass in der Brieftasche Fotos wären von Damen, die Rolf... Ich dachte, wenn das womöglich in der Presse... Aber es waren keine drin. Das erklärt vieles. Grüß Gott. Grüß Gott. Sagen Sie, kommt Ihnen einer von denen irgendwie bekannt vor? Nein. Nein? Auch der nicht? Nein. Ach, komisch. Ich habe geglaubt, er kennt Sie. Ist möglich. Seit die Tanzschule Assenau besteht, sind zahllose Männer jeder Altersklassen sozusagen durch meine Hände gegangen. Wie kommen Sie gerade auf den? Das ist ein reiner Zufall. Der saß in der Talkshow und hatte Sie unentwegt so angestarrt. Ja, das kommt vor. Der kannte Ihren Mann. Was besagt das? Nichts. Wenn man davon absieht, dass der Mann mehrfach vorbestraft ist, ein Gewohnheitsschwindler. Ich frage mich nur, worin die Verbindung zwischen Ihrem Mann und einem kleinen Kriminellen bestanden haben könnte. Das frage ich mich auch, aber ich weiß es nicht. Ja, vielleicht fällt Ihnen was ein. Ich fürchte, ich habe nicht halb so viel Fantasie wie Sie, Herr Köster. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die ist ja wirklich klasse. Ich wette, die kennt den Bannert. So, jetzt nimmst du mal die Brieftasche und legst sie rauf ins Labor, aber vorsichtig. Fingerabdrücke? Ja, was denkst du, Bakterien? Ja, aber wenn sie wirklich der Täter hatte, um irgendwas rauszunehmen und Frau Asselau bekam sie dann von ihm zurück... Was? Glaubst du, dass ich da Fingerabdrücke vom Täter erwarte? Ja, aber dann bräuchten wir doch Ihre Fingerabdrücke zum Vergleich. Du bist ein schlauer Junge. Da sind sie drauf. Am rechten unteren Bildrand. Entschuldigung, wir wollten Sie nicht erschrecken. So, ja, warum haben Sie da nicht ordnungsgemäß gehört? Das haben wir ja, aber Sie haben es nicht ordnungsgemäß gehört. Könnte ich mal Herrn Bannert sprechen? Der ist nicht da. Wissen, hey, was soll denn das? Wissen Sie, wo der ist und wann er wiederkommt? Wieso? Was wollt ihr denn von ihm? Kriminalpolizei, wir bräuchten eine Auskunft von Herrn Bannert, Frau... Feicht. Feicht. Hat er was angestellt, der Bannert? Nichts, nichts. Es geht nur um ein paar Fragen. Er ist doch nicht verreist. Na, das ist nicht so viel, ich weiß. Aber ich hab ihn heute auch noch nicht gesehen. Ich glaube, der war noch gar nicht in seinem Bett. Jesus, wie spät ist denn? Es ist... 12:40. Jeden Moment kann die Müllabfuhr kommen. Ich halte das nicht mehr aus. Lauter Renate Assenaus. Ja, die mondäne Frau. Das ist sein Idol. Ich habe als 16-Jähriger immer davon geträumt, einmal die Dietrich oder die Garbo kennenzulernen. Jetzt ist es zu spät. In jedem Fall? Ja. Wieso? Ach so, ja. Also auf den Herrn Bannert braucht es nicht mehr warten. Wieso? Wie ich drunten war, da ist er dahergeschnupft gekommen. Nach Alkohol hat er gestunken und dies am hellen Mittag. Ich habe ihm gesagt, dass zwei Herren von der Kripo da sind und er soll sich wenigstens einmal die Zähne putzen, bevor er mit ihnen redet. Aber dann hat er auf den Absatz kehrt gemacht und ist davor. Und dann hat er noch gesagt, ich soll nicht sagen, dass er da war. Ja, warum sagen Sie uns da trotzdem? Ja, weil ich denke, dann sagen Sie mir, was er verbrochen hat, der hat einen Lump. Den mögen Sie wohl nicht, was? Gewiss nicht. Aber meine Tochter, die hat einen wegen den Hurenbock, den Elendigen. Ja, was ist? Hat er was angestellt? Und das wissen wir noch nicht. Wiedersehen, Frau Feucht. Feucht! Keine Ahnung, was Sie wollten. Jetzt reg dich nicht auf.
Ich wollte Ihnen in meinem Zustand nicht begegnen. Ich war gerade nicht in der richtigen Verfassung für Herrn Köster. Aber ich sag dir doch, er weiß nicht, dass ich schon im Haus war. Das habe ich dem alten Putzteufel eingeschärft und gleich darauf sind Sie auch wieder gegangen. Na gut. Geh vorsichtshalber nicht mehr in deine Wohnung, bis es dir wieder besser geht. Ja, ich denke mir schon was aus. Ruf mich heute Nachmittag wieder an. Der Herr von der Polizei ist wieder da. Guten Tag, meine Frau. Guten Tag, Herr Köster. Möchten Sie einen Kaffee? Ach, gern. Ich habe so gut wie nicht geschlafen gestern Nacht. Machst du uns einen Kaffee leer? Oder nein, warte. Ich mach schon selber. Du bist doch in die Stadt. Dankeschön. Bitte? Was raubt Ihnen denn den Nachtschlaf, Herr Köster? Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ach, wissen Sie, ich komme einfach nicht von diesem merkwürdigen Herrn Bannert los. Bannert? Ach so, der. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, aber ich habe den Namen von meinem Mann nie gehört. Auf jeden Fall hat er Angst. Ich wollte mich heute mit ihm unterhalten, aber der ist rausgerissen. Obwohl zurzeit nicht das Geringste gegen ihn vorliegt. Vielleicht eine Reflexbewegung. Wie eine Katze, die auf den Baum springt. Auch bei harmlosen Hunden. Auf jeden Fall gibt mir sein merkwürdiges Benehmen die Möglichkeit, einen Haussuchungsbefehl gegen ihn zu erwirken. Vielleicht finde ich da was. Milch und Zucker? Weder noch. Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen. Die habe ich Ihnen wieder mitgebracht. Der Inhalt war für uns leider völlig unergiebig. Ja, was hatten Sie sich denn erhofft? Telefonnummern, Notizzettel, Adressen, aber wir haben nichts von Belang gefunden. Außer Ihren Fingerabdrücken. Na und? Tja, wo sind die Ihres Mannes geblieben? Ich verstehe. Sie haben soeben indirekt einen ziemlich massiven Verdacht ausgesprochen. Sie meinen, ich hätte Kontakt mit dem Täter, ja? Ich meine gar nichts. Ich versuche nur manchmal logisch zu denken. Wer hat denn die Brieftasche abgewischt? Herr Lea, mein Mädchen natürlich. Sie ist eine ausgesprochene Abstaubfanatikerin. Die Brieftasche lag auf meinem Sekretär. Ich habe sie dorthin gelegt, damit ich sie nicht vergesse beim Weggehen. Und Lea lässt nichts aus, wenn sie erst mal das Staubtuch in der Hand hat. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Da kann ich mich in mich... Ja, aber Sie wollten doch Kaffee trinken. Den lieber nicht. Passiert mir auch, wenn ich nervös bin. Wiederschauen, Frau Assenau. Schauen Sie sich das an. Zwielicht um Renate. Polizei schließt Liebestragödie nicht aus. Warum musste Rolf Assenau sterben? Das Geheimnis der schönen Witwe. Aber ich habe mich offiziell doch überhaupt nicht geäußert. Ich habe gesagt, dass ich nichts weiß. Ja, nun regen Sie sich doch ab. Das ist doch wahr. Ich habe eine Spur und ich habe keine. Es ist, als ob ich im Schnee einen Fußabdruck sehe, aber nur einen. Einen Abdruck. Der Fußabdruck auf dem WC-Deckel im Bad. Der Fußabdruck auf dem WC-Deckel? Bitte verständigen Sie den Staatsanwalt. Ich benötige einen Haussuchungsbefehl für die Wohnung von Banner. So, meine Herren, danke schön. Ich gebe Ihnen den Schlüssel, wenn wir fertig sind. Ja. Ein Glück, dass die noch nicht geputzt hat, wie wir heute Vormittag da waren. Da war eine Fußspur im Klo-Ledel. Jetzt ist sie weg. Guck mal da oben in dem Kasten nach, ob da was drin ist. Na, siehst du wohl, mach mal auf. Okay. Haben Sie gewusst, dass da was drin ist? Nee, woher denn? Aber wenn jemand auf den Klodeckel steigt, will er entweder oben was reparieren oder was verstecken. Wenn ein Typ wie Bannert was verstecken will, dann ist das doch für uns bestimmt interessant. Leg das mal ein, du kannst das besser. Passen Sie auf, es läuft planmäßig. Ist es nicht ein bisschen zu dunkel zum Reiten? Guten Abend. Ich wollte auch schon längst zurück sein, aber mein Pferd fing an zu lahmen. Ich musste absitzen und es zu Fuß heimführen, bis in den Stall. Und was führt Sie jetzt noch hierher? Das da. Würden Sie bitte mal zuhören.
Es ist soweit. Die haben Entwarnung gegeben. Wir haben am Freitagabend ein Sommerfest in der Tanzschule. Die letzten Gäste werden um 2 gehen. Das Personal etwas später. Ab 3 Uhr dann... Moment mal. Ja? Wenn jemand durch den Hof kommt? Ach, ausgeschlossen. Ich lasse alle vorne raus. Ich komme kurz nach 3 mit ihr wie üblich durch die Hintertür in den Hof. Wir gehen nebeneinander auf den BMW zu. Sie müssen schießen, solange wir noch nebeneinander sind. Das ist wichtig, verstehen Sie? Na klar, es muss ja aussehen, als ob es Ihnen gegolten hätte. Aber die Schüsse, ich meine, an Schaltern verschluckt auch nicht alles. Freitagnacht kommt von der Straße her immer noch Krach. Und die meisten Schlafzimmer gehen nicht auf den Hof. Gut. Und wie kriege ich mein Geld? Wie das erste Mal. Schließfach. Wo haben Sie das her? Gefunden. In Bannerts Wohnung. Auf dem Klo. Haben Sie ihn verhaftet? Nein, er ist weg. Wir suchen ihn. Das ist verrückt. Es fragt sich nur, was ist verrückter? Dass Ihr Mann Sie umbringen lassen wollte durch einen gekauften Mörder? Oder dass dieser Mörder dann nicht Sie, sondern seinen Auftraggeber erledigte? Sie sind eine starke Persönlichkeit, Frau Assenau. Im Gegensatz zu Ihrem Mann. Er war austauschbar. Aber einmal wollte er wahrscheinlich jemand sein. Einmal wollte er stark sein. Und das konnte sich nur vorstellen, indem er sie zu nichts machte, vernichtete. Und so entstand dieser heimtückische, gemeine Plan. Aber dann, was ist dann passiert? Zwischen Plan und Ausführung muss doch etwas geschehen sein. Warum hat Bannert umdisponiert? Das müssen Sie Bannert fragen. Wenn er Sie nur schonen wollte, hätte er doch Ihren Mann nicht umzubringen brauchen. Da gibt es doch eine Erklärung. Er wollte Sie nicht nur schonen, er wollte Sie besitzen. Und da war Ihr Mann im Weg. Das ist doch absurd. Oder er ist wahnsinnig. Ein Psychopath, der den Ehemann abschießt wie ein Karnickel, noch bevor er weiß, ob er bei der Frau überhaupt eine Chance hat. Hat er das wirklich nicht gewusst? Jetzt ist aber Schluss. Sie unterstellen mir, dass ich ein Verhältnis habe mit dem Mörder meines Mannes. Erheben unglaubliche Anschuldigungen, anstatt Bannert zu fassen. Bevor Sie den nicht verhört haben, sollten Sie etwas zurückhaltender sein mit derartigen Hirngespinsten. Und jetzt gehen Sie. Ja? Für Sie. Ja. Heim. Was? Wo? Ja, ich verstehe. Sichern Sie alles ab, ich komme hin. Ja. Den Bannert können wir nicht mehr fragen, der ist tot. Verbrannt. Aber sein Wagen wurde identifiziert. Was ist denn passiert? Ja, was ist passiert? Sie werden erklären müssen, wo Sie zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr waren. Sie werden beschreiben, wo Sie geritten sind, sicher Kilometer weit entfernt von dem Steinbruch, in den Bannerts Wagen gefallen ist. Und das Gegenteil wird schwer zu beweisen sein. Sicher war er Ihnen nicht unsympathisch. Aber er war ein Risiko für Sie. Heute Nachmittag, als ich Ihnen sagte, dass ich Bannerts Wohnung durchsuchen würde, das war sein Todesurteil. Denn Sie wussten, wenn ich diese Kassette finden würde, dann müsste ich ihn verhaften. Und das konnten Sie nicht dulden. Deshalb musste er weg. Eine Theorie, nichts weiter. Ja, ich glaube, dass Sie schuldig sind. Aber ich kann es nicht beweisen. Ich kann sie nicht mal verhaften. Kein Richter würde das dulden. Aber irgendwann sehen wir uns wieder. Frau Assenau. Irgendwann. Kann man der Frau böse sein, dass sie den Spieß umgedreht hat? Dieses war der zweite Streich, doch der letzte folgt zugleich. Wir verabschieden uns tragisch von unserem alten Kommissar. Gute Unterhaltung. Auch eine Legende muss mal abtreten, so wie in diesem Hörspiel. Aber keine Angst, es gibt so viele Fälle hier auf dem Kanal, mit denen könnt ihr Köster jederzeit
wieder auferstehen lassen. Gute Unterhaltung bei Der Kommissar und der Tod. Und nicht vergessen, nach dem Lauschen liken. Der Kommissar und der Tod. Ein Kopfkinostück exklusiv von Hör mal zu. Mit Siegfried Lowitz und Christoph Walz. Gute Unterhaltung. Sie ist verschwunden, Gerd. Ohne was zu hinterlassen? Ohne jede Andeutung. Ich habe in ihrem Kleiderschrank nachgesehen, es fehlt nichts. Und Hans? Hans weiß genauso wenig wie wir. Das gibt's doch gar nicht. Es ist aber so. Wir haben in allen Krankenhäusern und Unfallstationen angerufen. Nichts. Ihr hättet euch auch früher bei mir melden können. Du bist doch nie zu Hause. Ich habe gestern und vorgestern zigmal bei dir angerufen, aber weiß der Teufel, wo du deine Nächte verbringst. Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Er ist leider oft im Nachtdienst. Köster ist mein Name. Danke. Das ist Christa. Christa Sonnenberg. Sehr angenehm. Wir sind befreundet. Christa hat mich hier aufgesucht, weil ihre Freundin verschwunden ist. Eine gemeinsame Bekannte. Ich weiß, dass ich hier in einer ganz falschen Abteilung bin. Ich hoffe es wenigstens. Ich wollte Gerd nur um Rat fragen. Bitte Frau Sonnenberg einen Kaffee an. Ach ja, natürlich. Setzen Sie sich doch, Frau Sonnenberg. Danke. Waren Sie schon auf der Vermisstenstelle? Nein, ich habe nur ein Bild mitgebracht. Ingrid ist der zuverlässigste Mensch, den ich kenne. Sie sagt so gut wie nie eine Verabredung ab. Sie ruft an, wenn sie zu spät dran ist. Sie würde nie ohne ein Wort 4 Tage wegbleiben. Nein, es handelt sich um eine Frau. Dunkelhaarig, eigentlich schwarz. Circa 28. Nein, das dürfte höchstens 4 Tage her sein. Ja, ich warte. Wir gehen jetzt zur Vermisstenstelle, Zimmer 275, und melden die Sache. Und ich komme heute Abend mit meinem Freund Heimann zu Ihnen und dann reden wir darüber. In Ihrer freien Zeit? Außerdienstlich besuche ich gern Leute. Unidentifizierte Tote sind in den letzten Tagen nicht gemeldet worden. Jedenfalls keine weibliche. Gott sei Dank. Na sehen Sie, Frau Sonnenberg. Für einen dienstlichen Besuch gibt's also gar keinen Anlass. Glücklicherweise. Du kennst die Leute? Ja. Was machen die? Die sind alle sehr gebildet. Christa haben Sie ja kennengelernt, die studiert Chemie. Jan, ihr Freund, ist Lehrer und Hans studiert Mathematik und Philosophie, wenn er sich dazu aufraffen kann. Der ist eigentlich der netteste von allen. Das ist der Freund der verschwundenen Frau. Ja. Und die Leute finden dich auch gebildet. Finden Sie das nicht? Soll ich jetzt ja sagen? Sie sind tatsächlich gekommen. Ja. Haben Sie daran gezweifelt? Na gut. Mein Gott. Ich sehe die Sache nicht so dramatisch. Wieso nicht? Schließlich hat jeder Mensch das Recht zu verschwinden. Die meisten machen davon aber freiwillig keinen Gebrauch. Ja, da haben Sie recht. Aber im Gegensatz zu den anderen hier traue ich es Ingrid auch zu. Das ist eine schöne Wohnung. Mhm, Ingrid hat sie uns besorgt. Sie ist die Aktivste von uns. Sie hat eigentlich immer was vor. Theater, Jazz, Kabarett. Sie schleppt uns überall mit hin. Ihr habe ich zu verdanken, dass ich zum ersten Mal Musik von Arnold Schönberg gehört habe. Ja, wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Ja, da kannst du auch recht haben. Gibt es irgendeinen Grund für Frau Hellberg nicht nach Hause zu kommen? Sie war eigentlich wie immer. Kein Streit mit ihrem Freund? Nein, die beiden verstehen sich sehr gut. Ja, und das will was heißen. Hans ist ein ziemlich schwieriger Partner. Ach, war es auch nicht schlimmer als du. Naja, viel kann ich nicht tun. Ich werde dafür sorgen, dass über die Vermisstenstelle ihr Bild in der Zeitung erscheint. Vielleicht meldet sich dann jemand bei uns. Hör mal zu. Ingrid hat ein Geheimnis drum gemacht. Und wir haben mit ihr gewettet, dass wir das irgendwie rauskriegen. Ja, einfach aufgrund von Büchern, mit denen sie sich beschäftigt. Anhand von Gesprächen, Themen, Ansichten und so weiter. Es gab auch ein paar ganz lustige Abende. Aber ihr fandet das nicht heraus? Aber bis jetzt nicht. Wir müssen den schlüssigen Beweis liefern. Und dann will sie ein ganz großes Essen spendieren. Ja, und nachgegangen ist ihr niemand mal von euch, um das rauszufinden? Der kriminalistische Weg ist natürlich ausgeschlossen. Ist auch bloß ein Spiel. Und letztendlich hat doch jeder Mensch auch mal das Recht, etwas nicht zu sagen. Na klar. Ich kenne die vier ja schon eine ganze Weile, aber manchmal denke ich, die haben überhaupt keine Ahnung vom Leben. Aber wir haben eine Ahnung vom Leben, das meinst du doch.
Du kannst morgen mal damit anfangen, die Verlage anzurufen, nach Frau Hellberg fragen, da sich mit rein geistigen Mitteln ihr Arbeitsplatz nicht finden ließ. Also die alte kriminalistische? Ja, auch geistige Menschen hinterlassen Spuren. Lieben sich die beiden, der Hans und sie? Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben sie sich geliebt. Woher weißt du das? Kann ich nicht auch mal ein kleines Geheimnis haben? Also gut, um die lange Leidenszeit kurz zu fassen, ich war mal in Ingrid verliebt. Ach ja, und? Und nichts, gar nichts. Soll ich mich jetzt auch noch für die vielen Überstunden bedanken, die mir darüber hinweggeholfen haben? Nein, gern geschehen. Schade. Wieso schade? Ja, ich hätte gern über Ingrid Hellberg einiges von dir erfahren, aber durch die gefärbte Brille des Verliebten sieht ja alles rosa aus. Ist ja alles schon ein Weilchen her. Sie redet viel und schnell und alles ist zu begründen. Sie kann es nicht ertragen, herumzusitzen. Sie ist sehr hilfsbereit. Sie kann sehr intolerant sein, auch mit sich selbst. Sowas ist doch gar nicht dein Typ. Aber wenn sie nichts machte, ich meine nicht aktiv war, wenn sie einfach etwas ansah, Musik hörte, lachte. Bisher bleibt die Suche nach der vermissten Frau ohne Erfolg. Morgen. Na, sieht sie so aus? Ja, genau. Das ging aber schnell. Ich habe jetzt endlich einen Verlag gefunden, in dem Ingrid gearbeitet hat. Gearbeitet hat? Ja, anscheinend ist sie schon lange nicht mehr dort beschäftigt. Fahr doch mal hin. Das interessiert uns doch. Zeitung nehme ich mit, ja? Ja, ja. Ja, ich kann mich sehr gut an Frau Hellberg erinnern. Aber sie ist schon seit langem nicht mehr bei uns. Wissen Sie vielleicht, ob sie zu einem anderen Verlag gegangen ist? Nein. Sie hat sich auch nie wieder gemeldet. Ich stelle diese Fragen, weil sie vermisst wird. Vermisst? Sie war eine äußerst zuverlässige Mitarbeiterin. Warum haben Sie ihr gekündigt? Sie hat gekündigt. Gibt's eine Belohnung? Wofür? Ich schlepp mich den ganzen langen Weg hierher. Meine Beine sind wirklich nicht mehr die besten und Sie fragen, wofür. Da. Für das Bild von dem Mädchen in der Zeitung natürlich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wissen Sie etwas über Frau Hellberg? Also essen Sie mal. An der Tür steht kein Name. An welcher Tür? Gibt's jetzt eine Belohnung? Leider nicht. Ich soll das alles umsonst sagen. Und den langen Weg, den ich gemacht habe. Wir wären für Ihre Hilfe sehr dankbar. Frau Hellberg ist seit 4 Tagen verschwunden. Ich weiß. Ich habe sie seit fast einer Woche nicht mehr gesehen. Sie kennen sie? Und ja, doch die Wohnung neben mir. In der Johann von Wertstraße. Claudiusstraße. Ach so. Sagen Sie, sind Sie ganz sicher, sie wohnt neben Ihnen? Wer ist sonst hier? Aber eigentlich haben Sie ja recht. Richtig wohnen tut die da nicht. Um 6 Uhr abends haut die immer ab, das Flittchen. Kat, brauchst gar nicht erst hinzusetzen. Wie ist denn Ihr werter Name, Frau... Andresen, Beate Andresen. Kommen Sie, Frau Andresen, zeigen Sie uns mal die Wohnung, ja? Was haben Sie denn so mitgekriegt? Ja, die vielen Männer eben. Und immer andere. Und bleiben tun die alle ungefähr eine Stunde. Oft sind es mehr als 4 am Tag. Klingeln und verschwinden in der Wohnung. Manchmal geht einer erst, wenn der Nächste schon wartet. Sie meinen also, Frau Hellberg ist eine Prostituierte? Ich habe doch die Anzeige in der Zeitung gelesen. Und ich höre ja auch immer alles. Sie duscht manchmal mehr als 6 Mal am Tag. Tut das ein anständiger Mensch? So, ich habe den Schlüssel jetzt endlich gefunden. Die Wohnungstür wird geöffnet. Und den Beamten bietet sich ein grausiger Anblick. Frau Andresen, kann mein Kollege mal bei Ihnen die Polizei anrufen? Erkennungsdienst. Leblos und mit weit geöffneten Augen liegt die vermisste Person stranguliert in der Ecke des Wohnzimmers. Was hat sie dort gemacht? Ich meine in der Wohnung, sie muss doch gearbeitet haben. Sie hat gut verdient, das hat sie immer gesagt. Und sie war sehr großzügig. Sie hat am meisten von uns allen zum allgemeinen Haushalt beigesteuert. In der Küche stehen noch 3 Kartons Wein, die sie mitgebracht hat, als das letzte Mal. Inseriert man eigentlich? Ich meine, ich kenne mich in dem Metier ja nicht so aus.
Unter seinem eigenen Namen? Meistens nicht. Ja, und habt ihr denn Beweise, dass Ingrid, ich meine jetzt Ingrid Hellberg, auch wirklich dieses Inserat aufgegeben hat? Ja, den Beweis haben wir noch nicht, aber die Telefonnummer stimmt mit der in der Wohnung überein. Ja, aber dann kann doch auch irgendeine andere Ingrid oder jemand, der sich so nennt, dieses Inserat aufgegeben haben. Das kann sein. Ja, und diese andere Ingrid hat dann vermutlich auch diese Männerbesuche empfangen. Ja, aber wir haben Frau Hellberg tot in der Wohnung gefunden. Irgendjemand kann sie doch dorthin gelockt und ermordet. Ja, oder aber schon tot in diese Wohnung gebracht haben. Nein, Ihre Vermutung trifft nicht zu. Die Bewohnerin der angrenzenden Wohnung hat auf dem Zeitungsfoto Frau Hellberg als die Mieterin der gegenüberliegenden Wohnung erkannt. Sie hat auch die Männerbesuche beobachtet. Und sie hat das Inserat in der Zeitung entdeckt. Und sie hat die Leiche identifiziert. Ich kann das nicht glauben. Ingrid und... Und... Prostitution. Sprich ruhig aus. Das passt nicht zu uns. Zu ihr. Weltanschaulich. Irgendwas stimmt da nicht. Also mich interessiert die letzte Tätigkeit von Frau Hellberg nur insofern, als sie mit ihrer Ermordung zu tun haben kann. Es muss aber nicht sein. Der junge, schwermütige Mann hat das Tagebuch der Toten gefunden. Darf ich Ihnen die letzte Eintragung vorlesen? Ich liebe Hans nicht. Ich glaube, dass ich keinen Menschen lieben kann. Die Wahrheit ist das Kriterium ihrer selbst und des Falschen. Was meinst du damit? Welche Wahrheit? Na, vielleicht die Wahrheit über sich selbst. Sie hatte doch mich. Von der Hausverwaltung habe ich erfahren, dass die Wohnung in der Claudiusstraße nicht mehr an Frau Hellberg vermietet ist. Sie wurde von einem Herrn Berger, Egon Berger, vor einem Vierteljahr gekauft. Hier ist die Adresse. Berger. Morgen. Morgen. Moin, Gerd. Hast du was von Frau Andresen erfahren können? Ja, sie konnte sich an einen Mann erinnern, der am Donnerstag gegen 11 Uhr die Wohnung betreten hat. Aber mit der Beschreibung lässt sie nicht viel anfangen. Sie behauptet aber, sie würde ihn wiedererkennen. Gibt es in der Wohnung irgendwelche Anhaltspunkte über Kunden? Keine Namen, keine Adressen, keine Telefonnummern. Also bleibt uns nur der Herr Berger. Fahren wir mal hin, Martin. Und die Voranmeldung? Na klar. Und Gerd, sprich du doch noch mal mit Herrn Baumeister. Ja, vielleicht sagt er dir mehr. Kurze Zeit später zur Befragung bei Herrn Berger. Ich habe Sie erwartet. Herr Berger, Sie wissen, warum wir gekommen sind. Ja, ich bin heute Morgen von einer Geschäftsreise zurückgekommen und am Bahnhof habe ich die Zeitungen gesehen. Die Wohnung, in der Frau Hellberg ermordet wurde, gehört Ihnen. Ich habe sie vor einem Vierteljahr gekauft. Kannten Sie Frau Hellberg schon früher? Ja. Deshalb kaufte ich sie. Die Wohnung. Und Sie wissen, zu welchem Zweck Frau Hellberg sie benutzte? Ich wollte ihren Ärger mit der Hausverwaltung ersparen. Die Wohnungen wurden gerade verkauft und so wurde sie meine Mieterin. Sie wussten von den anderen Kunden? Natürlich. Das hat Sie nicht gestört? Doch, ich habe ihr Geld angeboten, damit sie nicht das tat, was sie tun musste. Aber sie lehnte ab. Sie sagte, sie wolle mich nicht betrügen. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe. Und was meinte sie dazu? Sie sagte, dass sie dieses Gefühl nicht erwidern könne. Wie lange habt ihr euch eigentlich gekannt? Fast 4 Jahre. Wir haben nie darüber gesprochen, aber ich wollte Ingrid heiraten. Und Sie? Ich habe angenommen, sie denkt genauso. Bis gestern. Ich habe das Gefühl, ich war mit einer völlig fremden Frau zusammen. Hat sie nie irgendeine Andeutung gemacht? Nein. Ja, hat sie vielleicht mal so halb im Spaß von irgendwelchen Männern gesprochen, die sie belästigt haben oder sowas ähnliches? Ach, hör auf, du hast doch Ingrid auch gekannt. Auch nicht besser. Hat sie je mit Ihnen über andere Männer gesprochen? Hat sie Namen genannt? Nein, nie. Wissen Sie, ob sie Schwierigkeiten hatte mit Zuhältern? Die Leute von der Branche sind manchmal sehr wachsam und skrupellos.
Nein, davon weiß ich nichts. Wann haben Sie zum letzten Mal gesehen? Das war kurz vor meiner Abreise. Wann war das genau? Am letzten Mittwoch. Verdächtigen Sie mich? Mal, welches Motiv sollte ich haben? Herr Berger, würden Sie uns bitte begleiten, ja? Aber wohin? Entschuldige bitte, dass ich wieder auf Ingrids Tod zu sprechen komme. So unerklärlich auch die letzte Phase ihres Lebens ist, wir suchen ihren Mörder. Ich kannte nicht mal ihre Männer. Aber lassen Sie das. Weißt du, wenn man so ein Inserat aufgibt, dann kommen ja nicht nur Kunden. Sondern? Es gibt ja interessierte Herren, die ihren Mädchen die Konkurrenz vom Leib halten wollen oder noch gern eine dazugewinnen. Die Methoden sind nicht immer die feinsten. Dass ich mir sowas überhaupt anhören muss. Versuch dich zu erinnern. Was? Verletzung, Kratzwunden, blaue Flecke. Sie hatte mal ein blaues Auge, so ein richtiges Veilchen. Aber das hatte damit nichts zu tun. Sie wollte in einer Schlägerei vermitteln. Typisch Ingrid. Warst du dabei? Ich meine, hast du die Schlägerei selbst gesehen? Nein. Sie hat's dir erzählt? Ja. Wann war das? Warum haben Sie uns belogen, Herr Berger? Als ich die Zeitung gelesen habe, ist mir klar geworden, dass ich der Letzte vor dem Mörder war, der Sie gesehen hat. Ja, eben deswegen hätten Sie uns die Wahrheit sagen müssen. Wann haben Sie denn die Wohnung von Frau Elberg verlassen? Gegen 2 Uhr. Haben Sie Zeugen für die Zeit danach? Nein, ich habe auf die Abfahrt meines Zuges gewartet. Warum haben Sie nicht in der Wohnung von Frau Elberg gewartet? Sie hatte einen Termin. Und niemand hat Sie nach 14 Uhr gesehen? Ich habe sicher viele gesehen, nur ich kann Ihnen niemanden nennen. Das hier sind die Mittels- und Hintermänner, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Hauptsächlich aus dem Bereich Callgirl, Modell und Hostess. Also alles, was so inseriert. Natürlich nur die, die ihr kennt. Tja, garantiert nur die. Ah, wir haben Besuch. Guten Tag, Herr Kollege Schütz. Tag, Herr Köster. Hat der Gerd Sie zur Hilfe gerufen? Habe ich, ja. Ingrid Hellberg ist vor 6 Wochen mit dem blauen Auge nach Hause gekommen. Sie selbst hat es mit einem Schlichtungsversuch in einer Schlägerei erklärt. Aber du meinst, es könnte auch jemand aus der Branche gewesen sein? Könnte man noch annehmen, oder? Na klar. Wo ist denn Martin? Der hat ein Auge auf Herrn Berger. Der wartet auf Ablösung. Ich habe das schon veranlasst. Ja? Martin. Wo ist er denn? Ins Relax. Erst ist er mit einem Taxi ein Stück Richtung Innenstadt und dann zu Fuß. Es ist nur ein Zufall, dass ich dranbleiben konnte. Gut, ich warte gegenüber neben der Telefonzelle. Das Relax gehört dem Schwole. Georg Schwole. Ah, da ist er. Der kontrolliert so einiges. Hat seine Finger überall drin. Fahr mal dahin, Gerd, gleich. Aber nimm einen Kollegen zur Überwachung mit. Okay. Kann ich mal sehen, Herr Schütz? Oh, da fällt mir gerade was ein. Herr Heimann! Heimann! Da drüben ist er rein. Na und jetzt? Warten, bis er wieder rauskommt. Und wenn er gar nicht mehr da ist? Er ist drin. Glaubst du, ich hab gepennt? Das nicht. Aber während dein Adlerauge auf dieser Kneipentür ruhte, ist er vielleicht durch die Venus wieder raus. Verstehe ich nicht. Es gibt eine Verbindung. Vom Relax durch den Keller bis zur Venusbar in der Knippstadtstraße. Das habe ich von Schütz. Das haben die mal bei einer Razzia rausgekriegt. Das sind so alte Luftschutzkellergänge. Wissen Sie, Herr Köster, die Gründe, aus denen sich die Mädchen auf sowas einlassen, sind so verschieden wie die Menschen selbst. Sicher, das meistens mit Geld zu tun, aber wo ist denn das anders? Ja, wo? Ans Geld will jeder. Die Akten lasse ich Ihnen da und zu dem Schwole wäre noch zu sagen, das ist ein guter Organisator. Fasst selbst nichts Heißes an. Dafür hat er seine Leute. Wirtschaftlich bestens abgesichert. Die meisten Apartments seiner Damenriege gehören ihm und noch etliche Gutbürgerliche dazu. Spirituosen bezieht er zum größten Teil von seinem eigenen Großhandel. Und die Weine sollen ausgezeichnet sein. Tut mir sehr leid.
Tut mir sehr leid, meine Herren, aber ich habe keinen Herrn Bergner gesehen. Berger. Berger. Geschäft geht schlecht, wie Sie sehen. Sandra, Pem, Anita, Tuflan. Allerdings war ich die Zeit war nicht im Büro bei dem Herrn vom Finanzamt. Ich habe eine Steuerprüfung. Ist ein Herr da gewesen? In der letzten halben Stunde. Ingen, nix Herr. Nix Herr. Tut mir sehr leid. Aber ich dachte, Sie kommen wegen dem Mädchen. Ach, wie hieß sie doch? Die da so schrecklich umgebracht wurde. Ingrid Helmer? Ja. Und wieso dachten Sie, dass wir deswegen zu Ihnen kommen? Wenn sowas passiert, kommt die Polizei immer zu mir, obwohl ich nichts damit zu tun habe, was ich oft genug bewiesen habe. Oft schon, aber nicht immer. Schön, ich habe sich immer beweisen können, aber ich hatte nie damit zu tun. Diese Ingrid Helberg hatte vor 6 Wochen ein paar blaue Flecke. Aber schauen Sie mich an, manche Mädchen stehen da. Sie wissen also nichts? Nichts. Absolut nichts. Sagen Sie, die Venusbar in der Knippstadtstraße, die gehört Ihnen doch auch. Nur als Teilhaber, nur Teilhaber. Und wenn Sie danach im Rechten sehen wollen, wie kommen Sie denn da gewöhnlich hin? Über die Straße, um die Ecke. Ah. Sehen Sie, hier steht immer ein Schirm, wenn es mal regnet. Guten Tag, Frau Sonnenberg. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Kommen Sie doch rein, Herr Küster. Sie haben doch erwähnt, dass Frau Hellberg, als sie das letzte Mal hier war, einige Kartons Wein mitgebracht hat. Ja. Kann ich mal sehen? Die gibt es nicht mehr, die... Mir genügen auch die leeren Flaschen und die Kartons. Tja, ich fürchte... Ja. Wann haben Sie die letzte Flasche denn getrunken? Das war doch eine ganze Menge. Wir haben gar keine getrunken. Ich habe den Wein weggeschüttet, den Ausguss. Herr Baumeister, Sie waren doch am Donnerstag den ganzen Nachmittag mit Herrn Rehfeld zusammen. Ja. Hier oder bei ihm? Bei ihm. Tut mir leid, ich habe keinen Besuch erwartet. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Herr Rehfeld, ich wollte Sie nur etwas fragen. Wann war der Herr Baumeister zum letzten Mal bei Ihnen? Hans, Moment mal, das war letzten Donnerstag. Wir haben hier gesessen und geredet. Den ganzen Nachmittag? Ja. Und worüber haben Sie geredet? Worüber? Gott, das weiß ich nicht mehr. Wir haben so rumgequatscht. Du sag mal, Robby, warum hast du dich letzte Woche eigentlich nicht gemeldet? Ich habe mindestens 10-mal angerufen. Oh, entschuldige, du hast Besuch? Und das habe ich gar nicht mitgekriegt. Lässt uns mal einen Augenblick allein, bitte. Sagen Sie, Fräulein, wann haben Sie versucht, Herrn Rehfeld anzurufen? An welchem Tag? Am Donnerstag. Ich hatte zufällig den Nachmittag frei und wollte mit Robby was unternehmen. Danke. Herr Rehfeld, ich muss Sie leider bitten, mit mir aufs Präsidium zu kommen. Herr Berger, wir wissen genau, dass Sie um ca. 14 Uhr die Relaxbar betreten haben. Aber wenn ich da hineingegangen bin, dann muss ich doch auch wieder herausgekommen sein. Sind Sie ja auch, aus der Venusbar. Ich nehme nicht an, dass Gäste, die einfach einen Whisky trinken, nur zum Spaß durch die Kellergänge bis in die Knippstadtstraße geleitet werden. Sie hatten ein Treffen mit Herrn Schwole, und zwar nicht das erste. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Ich werde es Ihnen sagen. Also, Ingrid, Frau Hellberg hatte Schwierigkeiten mit bestimmten Leuten, weil sie sich deren Forderungen nicht beugen wollte. Und ich habe über eine private Detektei Kontakt aufgenommen zu Georg Schwole. Ja, und der hat dann gegen eine bestimmte Summe die Garantie übernommen, dass Frau Hellberg nicht mehr belästigt wird von irgendwelchen Zuhältern. Bei ihm war ich am Donnerstag vor der Abreise, aus diesem Grund. Wollen Sie damit sagen, dass Sie jetzt ein Alibi für die Tatzeit haben und dass dieses Alibi Herr Schwole ist? Ja. Wie lange wollen Sie mich eigentlich noch hier behalten?
bis Sie die Wahrheit sagen. Herrgott, nochmal, wir haben das Telefon nicht abgenommen, weil wir nicht gestört werden wollten. Also gibt's irgendeinen vernünftigen Grund, dass wenn das Telefon 10-mal klingelt, dass man da nicht rangeht? Vielleicht hat sich Rita auch am Tag geirrt. Nein, der hat sich nicht geirrt. Am Donnerstag war ja freier Nachmittag. Ja? Wie war das? Die Mülltonnen werden jeden Freitagvormittag geleert. Ja? Und das war letzte Woche auch so. Danke. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, um herauszufinden, wo Sie am Donnerstag waren. Zu Hause waren Sie nicht. Na ja, schön. Ich werde vollen Schindler nach den Adressen von allen Ihren Freunden fragen und irgendjemand wird mir ja sagen, wo Sie am Donnerstag waren. Vergessen Sie es, ist nicht nötig. Sie finden es sowieso heraus. Also ich war den ganzen Tag bei Freunden auf dem Land. Ja? Gerd, das ist gut, dass du anrufst. Du, das kannst du mir nachher erzählen. Bring einen Baumeister her, sofort, dringend. Darf ich jetzt gehen? Nein. Sie wussten spätestens seit vorgestern, was Ihre Aussage bedeutet. Er ist zufälligerweise mein bester Freund. Wollen Sie ihn schützen? Oder haben Sie ein schlechtes Gewissen? Was sollte ich wohl ein schlechtes Gewissen haben? Na, ich vermute, Herr Baumeister wusste von Ihnen, dass Frau Hellberg diese Wohnung hatte und was sie da machte. Gut, dass du kommst, Gerd. Was ist passiert? Hans ist verschwunden. Das gibt's doch gar nicht. Pass doch auf. Entschuldigung. Hat sie einfach mein Auto genommen und ist weg? Außerdem hätte er heute Nachmittag arbeiten müssen. Sein Chef hat schon angerufen. Arbeitet er neuerdings? Ja, in letzter Zeit fährt er ab und zu wieder Taxi. Er wusste auch genau, dass ich mein Auto dringend selbst brauche. Wann genau ist er weggefahren? Gleich nachdem Herr Köster gegangen ist. War der hier? So vor 2 Wochen habe ich gesehen, wie Ingrid in das Haus reinging. Ich bin ihr nachgegangen. Warum? Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich gehört, wie sie eine Tür aufschloss und reinging. Ich habe im Treppenhaus gewartet. Dann habe ich bei der Nachbarin geklingelt und die meinte, ich hätte mich wohl in der Tür geirrt. Das Flittchen wohnte gegenüber. Warum haben Sie da nicht mit Frau Hellberg gesprochen? Ich hatte so meine Gründe. Welche? Ich fand sie zum Kotzen deshalb. Ingrid spielte ein ziemlich boshaftes und demütigendes Spiel mit den Menschen. Speziell mit Hans. War wehe, das hätte jemand bei ihr versucht. Und dann haben Sie die Sache mit der Wohnung Ihrem Freund erzählt? Selbstverständlich. Was hätten Sie denn gemacht? Mitgenommen hat er nichts. Seine Klamotten sind alle da. Ich glaube, wir machen uns verrückt und dann kommt er zur Tür rein. Es fehlt doch was. Seine Pistole. Welche Pistole? Hans hat sie mal einem Taxifahrer abgekauft. Mit Munition? Ja. Was wollte er damit? Da musst du schon Hans fragen. Ich muss mal telefonieren. Ja, der ist weg. Und veranlasst eine Fahndung sofort. Nach dem Wagen und nach Herrn Baumeister. Ihr Freund ist flüchtig. Inzwischen tun Sie so, als wüssten Sie bereits, dass er es getan hat. Hat er es nicht getan? Vielleicht hat er auch nur Angst vor der Polizei. Sowas soll ja gelegentlich vorkommen. Könnten Sie mir sagen, wo er hingefahren ist? Nein, keine Ahnung. Herr Rehfeld, Sie haben die Chance, etwas gut zu machen. Da gibt's nichts gut zu machen. Außerdem würde ich ihn nicht nochmal verraten. Sie haben eine extreme Vorstellung von Freundschaft. Aber wissen Sie, dass Ihr Freund bewaffnet ist? Nein. Ja? Also wir waren oft zusammen in einem Bootshaus, das meinem Vater gehört. Es liegt sehr versteckt und Hans weiß, wo der Schlüssel liegt. Eine Fischerhütte in der Nähe vom Pilsensee, 14.33 Uhr. Köster und Kollege vor Ort, der verdächtige Hans mit einer Waffe in der Fischerhütte. Mach doch keinen Quatsch, Hans. Hans. Geh von der Tür weg. Komm schon weg, Rehfeld. Hans, sei doch vernünftig. Wenn du mich weggehst, schieße ich. Hans. Bleib da. Ich erschieße mich. Ach, sei doch nicht albern, Mensch. Geh weg. Wenn du diese Tür nicht aufmachst, dann breche ich sie einfach noch mal. Ah.
Als man später Heimann nach den Vorkommnissen fragte, beschrieb er es als albtraumhaftes Szenario. Der junge Hans schoss durch die geschlossene Tür mit seiner Waffe. Die Kugel traf Köster, der besinnungslos zu Boden fiel. Nach einer Notoperation geht es Köster am nächsten Tag den Umständen entsprechend. Heimann kommt mit dem Verdächtigen direkt ins Krankenhaus, weil Köster es so wünscht. Er möchte den Fall für sich aufklären. Das Geschoss hat den Spiegel und die Bretter waren glatt durchschlagen. Ja, ich hab Glück gehabt. Wir wollten uns nach Ihrem Befinden erkundigen. Danke, Herr Doktor. Ich möchte den Fall Hellberg noch zu Ende führen. Ich glaube, ich bin dazu in der Lage. Aber bitte nicht mehr lange. Sie hatte Wein mitgebracht. 3 Kartons. Ja. Sie haben den Wein weggegossen, weil Sie wussten, womit Frau Hellberg ihr Geld verdiente. Ja. Das war am Donnerstag. Die Kartons und die Flaschen waren ja dann nicht mehr da, weil ja die Müllabfuhr am Freitag kommt. Es war am Donnerstag. Herr Rehfeld hat zugegeben, dass er zur Tatzeit nicht mit Ihnen zusammen war. Das entspricht den Tatsachen. Sie atmete nicht mehr. Warum haben Sie sie getötet? Weil ich sie liebte. Weil sie nicht so war, wie Sie sie haben wollten. Weil sie nicht dem Bilde entsprach, das sie sich von ihr gemacht hatten. Es hat niemand etwas gemerkt. Nichts. Das muss man einem Menschen auch anmerken. Als ich Sie kennenlernte, Herr Baumeister, da hatten Sie Frau Hellberg schon getötet. Und ich habe Ihnen das auch nicht angemerkt. Aber warum? Warum hat sie das gemacht? Ja, das hätte sie ja Ihnen am Donnerstag zu erklären versucht. Meine Herren, Sie können ja dann morgen bitte wiederkommen. Bis morgen. Ja, und bitte bring mir keine Blumen mehr mit. Das bin ich von dir nicht gewöhnt. Ich werde jetzt nachdenken. Ich habe ja viel Zeit. Knapp eine Stunde später trifft Heimann im Polizeipräsidium ein. So, schönen Gruß von Köster. Der Arzt meint zwar, dass wir ihn noch ein Weilchen in Ruhe lassen sollen, aber den Fall hat er abgeschlossen. War noch beim Staatsanwalt, deswegen bin ich so spät. Was ist denn los? Köster ist tot. Der Arzt hat vor ein paar Minuten angerufen. Keine Sorge, hier bei Hör mal zu lebt unser Kommissar weiter. Jederzeit, 365 Tage im Jahr, werbefrei und kostenlos. Danke für dein Like und gute Nacht. Es ist unmöglich, von Hör mal zu nicht gefesselt zu sein.